Ich heiße Jürg Konzett, ich bin Bauingenieur. Ich war Projektleiter von dem Trutzstilf Lehm. Der Weg öffnet zuerst einmal wie eine neue Mikrolandschaft. Es gibt die Gletscherformationen entlang des Lehm, die man einfach sonst nicht gesehen hat, ohne den Weg. Es gibt Brücken, die sind einfach nötig gewesen, um über den Bach zu kommen. Es gibt ein paar Brücken, die hat man wollen, weil man das Gefühl hatte, das ist ein interessanter Punkt, wo man die Wanderer hinführen soll. Es ist ein bisschen wie eine Folie in einem Landschaftspark aus dem 19. Jahrhundert, wo die Flaneure ab und zu an so eine Stelle kommen und dort ein bisschen ausruben und Freude haben an dem, was man sieht. Das Buch möchte auch die Hintergründe zeigen. Es gibt eine ganze grosse Arbeit hinter so einem Projekt, wo man nicht direkt sieht, wo aber wie ein Teil wird. Der Weg ist von der Gemeinde Flims finanziert worden. Das Buch zum Weg ist durch verschiedene Institutionen unterstützt worden. Die Graubündner Kantonalbank hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet.